So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche, zu einer neuen Talk-Woche, Talk-Radio-Woche, die wie immer montags mit einer freien Themennacht, einer offenen Sendung beginnt. Ihr könnt mich also anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal. Über was? 0800 220 5050, die kostenfreie Telefonnummer für euch. Oder ihr mailt ganz einfach domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und eure Themen und begrüße gleich die erste Anruferin. Das ist nämlich die Manuela und Manuela ist 27 Jahre alt. Hallo Manuela. Hallo Domian. Grüß dich, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Und zwar, ich bin ungewollt in Anführungszeichen reingerutscht, dass ich seit 4 Monaten Geliebte bin. Also ich habe es nicht von Anfang an gewusst. Du bist seit 4 Monaten eine Geliebte. Mhm. Und wusstest gar nicht, dass du nur Geliebte bist, oder was? Also ich habe ihn kennengelernt und dann nach 2 Wochen kam mir das Ganze ein bisschen komisch vor. Ja. Weil immer zur gleichen Zeit musste er wieder weg und so weiter. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen, beziehungsweise ihm eine SMS geschrieben. Mhm. Und dann hat sie das Ganze so aufgedeckt, dass er es dann zugegeben hat. Dass er verheiratet ist? Verheiratet ist er nicht, also er ist seit mindestens 5 Jahren in einer festen Beziehung, ja, und mit dieser Frau auch in seinem Haus. Ja. Und er wollte sie eigentlich schon vor ein paar Jahren trennen, nur dann hat sie mit Selbstmord gedroht und dann ist er doch bei ihr geblieben und kurz darauf war sie dann schwanger. Oh. Und aufgrund dessen ist er dann eben bei ihr geblieben, aufgrund des Kindes. Und das Kind ist jetzt auch da? Ja, das ja. ist jetzt 2 Jahre alt. Das ist 2 Jahre alt. Wie habt ihr euch kennengelernt? Er hat mich in der Diskothek angesprochen. Also es ging von ihm aus, er hat gebaggert? Ja. Hat die Manuela angebaggert in der Diskothek? Ja. Wie alt ist denn der Knabe? 27. Ja. 27. Ja, jetzt hast du das aufgedeckt. Genau. Mehr oder weniger. Wie hat er sich denn dann dazu gestellt, als du das dann so, ja, mehr oder weniger so rausgefummelt hast aus ihm? Ja, er hat dann gemeint, dass er eh schon gespürt hat, dass ich es weiß und was hätte er mir denn sagen sollen, dass er eben seit Jahren in einer Beziehung ist. Zum Beispiel die Wahrheit, ja. Ja, also ich weiß ja alles jetzt. Und ja, und dann haben wir erst einmal eine Woche lang nur noch telefoniert gehabt, weil wir beide nicht gewusst haben, wie wir jetzt damit umgehen sollen. Ja, ja. Und dann haben wir uns halt doch nochmal getroffen und drüber gesprochen und dann hab ich halt zu ihm gesagt, ob er sich denn eigentlich trennen möchte von mir. Und dann hat er gemeint, ja, eigentlich schon, weil er die Beziehung schon lange nicht mehr hinhaut. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das Spiel praktisch mit. Ich werde jetzt ihn nicht unter Druck setzen und sagen, in einer Woche musst du dich entscheiden. Ja. Aber ich werde das nicht ein Jahr lang mit anschauen. Also er muss sich schon entscheiden. Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr bodenständige und richtige Haltung, finde ich, Manuela. Ja, weil ich gesagt habe, er ist mir schon so viel wert, dass ich schauen will, was bei rauskommt. Also, du bist schon sehr in ihn verknallt. Oh ja. Oh ja. Ja, wahnsinnig. Also ich würde auch sagen, wäre sie nicht, würden wir eine absolut normale Beziehung führen. Ja. Also es ist jetzt nicht so wie... Weiß sie denn eigentlich davon, dass es dich gibt? Schon? Also direkt nicht. Es gibt mehrere Anzeichen. Also er ist schon 2 Mal in der Früh um 6:30 erst heimgekommen, wie sie schon wach war. Ja. Beziehungsweise hat von mir schon Ohrring in seinem Auto gefunden. Oh. Die zweite Handyrechnung hat sie jetzt schon von über 300 Euro, wo der 13 Mal am Tag meine Nummer anruft. Also da liegt auch einiges in der Luft bei denen oder einige Schatten liegen da auf der Beziehung. Auf jeden Fall. Ja. Wie äußert er sich denn? Sagt er denn, was hast du für ein Gefühl? Ist es glaubhaft, dass er mit sich ringt und dass er ernsthaft aus der Beziehung raus will? Oder hast du irgendwo so ganz im Hintergrund doch das Gefühl, der taktiert und laviert hin und her? Also ich habe das Gefühl, dass er auf jeden Fall zu ihr, dass ein Bruch da ist, dass es auf jeden Fall nichts mehr wird. Ja. Bloß ich denke, dass er erstens zu feige ist, das Ganze durchzuziehen. Ja. Zweitens Angst vor der Reaktion von seinen Eltern hat, weil das ist doch der einzigste Enkel und er meint, seine Eltern würden ihn dann auch verstoßen. Beziehungsweise hat er auch ziemlich viel Stress und Verantwortung im Job und kommt gar nicht richtig dazu, dass er runterkommt und einmal einen klaren Gedanken fasst. Also in der Regel glaube ich, dass so eine Intuition, wenn man die hat, trotz aller Verliebtheit, dass so eine Intuition schon mal einen so auf die richtige Spur führt. Wenn du sagst, dass der zu feige ist dafür, obwohl du so verknallt in den bist, ist das ja auch eine harsche Kritik an ihm.
Aber das nehme ich schon sehr ernst, wenn du das so sagst. Im Prinzip finde ich. Er hat es auch schon geäußert. Er hat es auch schon geäußert. Ja, dass er wohl zu feige ist. Aber ihm ist auch klar, dass er das nicht ewig so weiterführen kann, beziehungsweise nicht sein Leben für seinen Jungen opfern kann. Ja. Das hat er schon auch gesagt. Ja, und dem Kind ist ja nun wirklich auch nicht damit gedient, in einer kaputten Beziehung aufzuwachsen. Genau, das ist ja habe ich auch zu ihm gesagt. Ja. Der Junge, der kriegt ja das auch irgendwann mit. Ach, na sicher, na klar. Also letztendlich, Manuela, hast du es gerade auf den Punkt gebracht. Ich will den im Moment noch nicht richtig unter Druck setzen, aber ja, mache ich das auch nicht mit. Genau. Also ich und genauso musst du es machen, genauso musst du es machen. Und das ist immer die ganz schwierige Frage. Ab wann fängt man an, jemanden unter Druck zu setzen? Ne? Der kann dir ja nur nicht endlos auf der Nase rumtanzen. Und ab wann sagt man, so, bis hier und nicht weiter, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt ist meine Würde... wird jetzt beschädigt oder verletzt, wenn ich jetzt weiter so mache. Ja, es ist ja so, ich spiele ihm eigentlich ganz gut mit. Also wenn er dann bei mir schläft, er sagt dann immer, ja, stell zum fünften Wecker, dann schmeiße ich ihn auch raus, dass er pünktlich wieder daheim ist. Oder. Ja, noch geht das alles. Genau, aber ich habe auch zu ihm gesagt, jetzt sind schon 4 Monate, ich habe gesagt, ich mach's kein Jahr mit, jetzt kriegst du von mir noch 4 Wochen und dann will ich wissen, wie es ausschaut. Ach, das hast du schon so ultimativ gesagt mit den 4 Wochen. Das habe ich jetzt schon gesagt. Okay, wenn du das so gesagt hast, kann ich dir gar nichts anderes dazu sagen. Das ist richtig, finde ich. Finde ich völlig in Ordnung. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich dann in 4 Wochen reagiere. So, und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, Manuela. Man macht sich natürlich lächerlich, wenn man ein Ultimatum stellt und hinterher das alles dann doch wieder weiter so mitmacht. Das kann man vielleicht einmal, kann man nochmal zurückknicken, aber dann muss man auch die Sache durchziehen, so wie man sie angekündigt hat. Ja, genau. Das heißt, da musst du vorsichtig sein. Wenn du sowas sagst, dann musst du dir auch im Klaren sein, dass du hinterher auch dann dazu stehen musst. Finde ich. Aber ich finde das jetzt völlig nachvollziehbar und richtig und wünsche dir nur, dass du dann auch zu deinem Wort stehst. Aber hauptsächlich wünsche ich dir natürlich, dass du eine glückliche Beziehung mit dem Mann führst, sofern die Beziehung von dem Mann und dessen Freundin wirklich kaputt ist. Also, ich drücke dir die Daumen. Ich finde es richtig, wie du es angegangen bist und sag einfach nur toi, toi, toi. Ja, okay, danke. Liebe Manuela, mach's gut. Tschüss. Ja, schönen Abend, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch hier unter der Telefonnummer, über die Telefonnummer oder über Mail domian@wdr.de. Hier ist die Jessica und Jessica ist 22 Jahre alt. Guten Morgen, Jessica. Ja, hallo Domian. Jessica. Aber mir wäre es lieber, wenn du Jessica sagst. Jessica, entschuldige bitte. Wie sagt man das eigentlich? Kann man auch Jessica sagen? Ja, es kommt irgendwie immer drauf an, wo man herkommt. Aber ich wurde mein Leben lang eigentlich nur Jessica genannt und bin das erste Mal in Bayern mit Jessica in Berührung gekommen und fand das nicht wirklich lustig. Wie komme ich denn da jetzt auf? Ich habe gar keine bayerischen Wurzeln. Also ich weiß es nicht. Dein Wunsch ist mir Befehl, Jessica, natürlich. Wenn du das gerne möchtest, das ist natürlich selbstverständlich. Was ist dein Thema, Jessica? Ja, mein Thema ist eigentlich... nicht so ein wirklich lustiges. Mhm. Also es ist so, ganz kurz zur Vorgeschichte, also ich wurde über eigentlich meine gesamte Kindheit und Jugend hinweg sexuell missbraucht von meinem Vater. Mhm. Kindheit von wann bis Jugend ungefähr? Es hat aufgehört, da war ich 15. Ja. Durch die Scheidung meiner Eltern. Und das fing an? Also das Frühste, was ich erinnern kann, da war ich 3. Da kannst du dich daran erinnern? Ja, also bis zu meinem 3. Lebensjahr. Also nicht... Ich könnte jetzt nicht das gesamte 3. Lebensjahr rezitieren, aber so bestimmte Dinge, an die ich mich erinnern kann. Und zu der Zeit war es halt so, also mein Bruder wurde da geboren. Von daher kann ich halt sagen, dass ich da 3 Jahre alt war, weil meine Mutter halt schwanger war und dann war Säugling da. Und deswegen weiß ich jetzt halt, dass ich da 3 Jahre alt war. Schlimm genug das Ganze. Und wenn man sagt, in ganz früher Kindheit ist das ja auch schon aussagekräftig genug. Also bis zu deinem 15. Lebensjahr dann, von dem eigenen Vater. Ja, also... In der elterlichen Wohnung? Ja. In Wissen der Mutter? Nein. Hat er dir gedroht, dass er irgendwie dir was antut oder der Mutter, wenn du etwas sagen würdest? Ja, also es war so, zu Anfang, würde ich sagen, wusste ich es noch nicht mal wirklich. Also es hat mir nicht gefallen, ich fand es nicht schön. Mhm. Aber da hätte ich, denke ich, auch nichts gesagt, weil irgendwie das ist, denke ich, sowas wie...
ja, es klingt jetzt blöd, aber wie Zähneputzen, dass man nicht will. Also es war da ja auch noch relativ harmlos, also es waren so Badegeschichten, wo ich sage, die würden, wenn es die einzigsten Sachen wären, würde ich auch noch als grenzwertig und unter Umständen okay einschätzen, aber es hat sich halt über die Zeit hinweg gesteigert und auch so, dass ich dann irgendwann mich wirklich gewehrt habe. Dann war es so, dass er... Sah die Steigerung dann so aus, dass dein Vater dich zum Geschlechtsverkehr gezwungen hat? Später, ja. Und ich mich halt gewehrt habe und dann hat am Anfang halt noch gereicht, dass er mich halt geschlagen hat, beziehungsweise in der Wanne relativ lange unter Wasser gedrückt hat. Also das hatte seine Wirkung nicht verfehlt. Hat das immer in der Wanne? In der Wanne stattgefunden? Nicht immer, also zu Anfang, bis zu einem gewissen Alter. Mhm. Naja, und irgendwann kamen dann schon Drohungen wie, ich schmeiße deine Mutter und deinen Bruder aus dem Fenster. Wir haben damals in einem Hochhaus gewohnt, das hatte also auch seine Wirkung. Und ich habe also nie was gesagt und dann irgendwann, ja eigentlich so ab 11, 12, wo ich dann letztendlich auch wirklich wusste, dass es absolut nicht mehr okay, was hier läuft und es ist sogar verboten, hätte ich auch gar nichts mehr sagen können, weil mir das am Ende eigentlich nur noch total, ja, ich hatte Angst, dass mir keiner glaubt, weil er gesagt hat, es glaubt dir keiner. Ich hatte Angst, weil er immer gesagt hat, du willst das doch. Ich hatte Angst, dass er letztendlich doch meinen Eltern was antut, also meiner Mutter und meinem Bruder. Ja. Und ich hatte auch irgendwo einfach, ich hätte gar nicht reden können, weil ich hatte keine Worte dafür. Also selbst jetzt, also ich mache jetzt mittlerweile Therapie. Also es war völlig eingeschüchtert, das Kind. Ja, ist selbst jetzt heute noch so. Also ich habe eine Traumatherapie, die jetzt im Sommer endet, also im Spätsommer. Da ist es ganz, ganz oft so gewesen und auch immer noch so, dass ich gar nicht reden kann, weil ich Bilder im Kopf habe, aber die Übersetzung quasi nicht hinbekomme. Also jetzt mittlerweile mit meinen 22 habe ich schon Wörter dafür, aber das funktioniert irgendwie nicht so über diese Zeitspanne hinweg. Ja. Also ich habe dann Bilder und mein Kopf hat auch die Wörter, aber ich habe da unheimlich Schwierigkeiten mit darüber zu reden. Du sagst, das ganze Martyrium hat dann angehalten bis zu deinem 15. Lebensjahr. Ja. Warum hat es dann aufgehört? Also es war so, dass die Ehe meiner Eltern, die meines Erachtens nach nie wirklich eine Ehe war, dann so weit in die Brüche gegangen ist, dass sich beide dann endlich darauf geeinigt hatten, in Anführungszeichen geeinigt, dass sie sich scheiden lassen. Und dann begann das Trennungsjahr quasi erneut. Also es hätte eigentlich schon angefangen, als ich 14 war. Dann haben sie gesagt, gut, wir lassen uns scheiden, wir machen das Trennungsjahr, aber in einer Wohnung, das geht ja unter Umständen. Dann, wie abzusehen war, ja, es bleibt dabei und quasi meine Mutter dann auch schon meinte, wo denn mein Bruder und ich hinwollen, hat mein Vater dann quergeschlagen, hat gesagt, nein, und das war kein Trennungsjahr und wir waren nicht getrennt von Tisch und Bett und überhaupt. Und dann haben wir entschieden, also dann hat meine Mutter quasi uns die Wahl gelassen, wo wir hinwollen. Ich habe am Anfang immer gesagt, ich will zu ihm. Einfach, ja, ich habe mein Leben lang immer versucht, ihm alles recht zu machen, aus lauter Angst. Bist du denn letztendlich dann zur Mutter gekommen? Ja, also es war letztendlich so, dass es nur noch schlimmer wurde. Also ich hatte eigentlich so... Ja. Hast du es denn dann, hast du es dann deiner Mutter gesagt? Nein. Wir sind dann umgezogen, relativ weit weg, also von Nordrhein-Westfalen nach Bayern. Und es war dann so, dass ja eigentlich alles hätte gut sein können, weil es ja vorbei war. Aber mir ging es nicht wirklich besser. Aber ich habe nach wie vor nichts gesagt und dann... Einige Zeit später, also ich war dann wirklich schon mittlerweile 18, hat eine Lehrerin von mir also quasi etwas vermutet in die Richtung. Die dich sehr genau beobachtet hat. Und ja, die dann auch mit mir gesprochen hatte und ich total verstockt eigentlich nicht wirklich viel bis gar nichts gesagt habe. Ja. Aber sie hat halt Vermutungen angestellt. Dann war es so, dass ich von mir aus quasi zu Pro Familia bin und gemeint habe, hier... Also das war ja nun überaus anonym, ich war 18, ich fühlte mich sicher, man muss meiner Mutter nichts mehr sagen und überhaupt. Hatte dann eine Therapeutin, das hat aber nicht wirklich gut geklappt. Also diese Lehrerin, die hatte eine Ahnung, hat dich darauf angesprochen? Ja, die hat mich angesprochen. Und hast du ihr dann gesagt, ja, das stimmt? Nein, also ich habe im Grunde drum herum geredet. Bist dann aber eigeninitiativ zu Pro Familia gegangen? Vorher schon, ja. Und hast dann da gesprochen? Ja, aber auch nur drumherum. Ja. Dann kam ich zu einer Therapeutin, was überhaupt nicht geklappt hat, also es war... denke ich, für mich damals einfach die falsche Therapierichtung. Also es war so... Wann hast du denn, in welchem Alter hast du denn zum ersten Mal wirklich alles auf den Tisch gelegt? Richtig auf den Tisch gelegt habe ich es eigentlich, ja, als die Kripo vor der Tür stand. Als was? Als die Kripo vor der Tür stand, die Kriminalpolizei. Wie alt warst du da?
immer noch 18. Und warum stand die Kripo vor der Tür? Ja, also meine Lehrerin hatte dann, es kam zum Zwischenfall, also ich habe gemerkt, mir geht's nicht besser, mir geht's eigentlich nur schlechter von Tag zu Tag. Mhm. Ich habe gemerkt, ich muss im Grunde drüber reden, konnte aber nicht und hatte Angst. Und dann kam es an einem Tag dazu, dass ich quasi aus der Schule weg bin. Mhm. Also ich habe eine Ausbildung gemacht, bin da einfach weg von jetzt auf gleich. Also die, ich versuche mal zusammenzufassen, die Lehrerin hatte eine Ahnung. Ja. Und die hat Anzeige erstattet. Ja, also an dem Tag, an dem ich weg bin, hat sie sich sehr große Sorgen gemacht. Nach der Mutter, mit dem Kind stimmt irgendwas nicht. Ja, genau. Und da, sie vermutete einen sexuellen, vielleicht sogar schweren sexuellen Missbrauch. Ja, da hat sie ja richtig vermutet, nur dass er halt schon vorbei war. Ja, und dann kam die Polizei zu dir. Ja, die Polizei kam dann erstmal in die Schule und ich so, nee, und es ist nichts, ist alles in Ordnung, es passiert nichts und was weiß ich. Ja. Dann war es aber so, dass es mir nicht wirklich besser ging. Ich habe eine Epilepsie entwickelt, von der damals aber noch nicht klar war, ist sie rein, also somatisch, also wirklich eine reine Epilepsie oder ist sie eventuell doch psychisch bedingt. Dann bin ich in eine psychosomatische Klinik, um das abklären zu lassen. Mhm. Und 5 Wochen, nachdem ich da war, also nachdem ich da angekommen war, ich war da immer noch in der Klinik, meinte dann der Oberarzt während der Visite, Sie wissen ja, dass da draußen gegen Ihren Vater eine Anzeige läuft. Ich so, wie, was? Weil ich hatte da nur, es kam also schon... Aber wie sind die denn auf die Vermutung gekommen, dass es sein Vater ist? Weil die Kripo bei denen angerufen hat. Also es war so, dass... Aber woher wusste die Kripo das denn, dass es dein Vater... Meine Lehrerin hatte ja die Anzeige erstattet, ohne... Aber die Lehrerin wusste doch noch nicht von dir, dass es dein Vater war. Nein, sie hat es nur vermutet. Sie hat es nur vermutet. Ach so, das war alles ich verstehe. Vermutung. Das heißt, da ist jetzt eine ganze Sache in Gang gekommen, ja. Ohne dass du das eigentlich selbst in Gang setzen wolltest. Ich wollte das absolut nicht. Du wolltest, zu dem Zeitpunkt wolltest du es nicht. Ich hatte Panik davor. Also wie es war dann, also ich habe im Nachhinein dann erfahren, wie es dann war. Mhm. Also ich bin im Nachhinein zu meiner Lehrerin, habe sie gefragt, warum sie denn das gemacht hat. Mhm. Sie meinte, wie Anzeige. Ich habe doch gar keine Anzeige erstattet. Ich habe doch nur gesagt, was ich vermutet habe. Mhm. Das wurde aber als Anzeige aufgefasst. Mhm. Also sie kann man ja sagen, dass die Lehrerin in großer Fürsorge gehandelt hat, ja. Weil sie ja nicht wusste, was da los ist. Nein, sie wollte mir helfen. Hat aber in dem Moment nicht bedacht, dass du nicht einbezogen worden bist in die ganze Geschichte. Ja. Also sie wollte mir helfen und zwar auch wirklich so, also sie ist sich bis jetzt noch nicht bewusst, dass das eine Anzeige war, was sie da gemacht hat. Mhm. Ist dein Vater verurteilt worden? Nein, also es war dann so, dass die Kripo kam, die mich vernommen haben. Ich wollte, dass ein Therapeut dabei ist, weil ich das nicht alleine wollte. Ich hatte panische Angst, ich wusste nicht, was die mit mir anstellen. Mhm. Das wollten die nicht, weil ich wäre ja dann beeinflusst gewesen. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe niemals bis zu dem Zeitpunkt darüber geredet. Ich habe in der Klinik nur, da kam relativ früh so auch die Vermutung, könnte denn nicht irgendwas in Richtung Missbrauch geschehen sein? Da habe ich nur also immer noch nicht Ja und Nein gesagt, weil das heißt, dieser einfach nicht. Dieser Weg, der jetzt sich selbst gebahnt hat, sage ich mal, das war für dich nicht der richtige Weg. Nein, weil du noch gar nicht so weit warst, um eine Anzeige zu erstatten, um dich diesen ganzen Torturen auszusetzen, Befragungen. Ich wurde überrumpelt, ich hatte keine Ahnung, was passiert. Ich habe dann einfach, ich habe dieses Verhör, sag ich mal, mitgemacht. Es waren 3 Termine, jeweils über mehrere Stunden, weil man muss halt erstmal 12 Jahre lang erzählen, also 12 Jahre in Kurzzeit zusammenfassen. Aber sehr belastend war. Also das war ganz, ganz schrecklich für mich. Also deswegen sagen wir hier in dieser Sendung ja auch immer, dass es so wichtig ist, dass die Frauen, die Menschen, die so etwas erlebt haben, dass die das selbst entscheiden sollten. Ja. Und vielleicht auch auf der Basis einer Therapie oder mit Hilfe eines Therapeuten dann in so einen Akt hineingehen, des Anzeigens, der Gerichtsverhandlungen und so weiter. Ja, also was ich auch auf keinen Fall möchte, ist jetzt irgendwie ein Abschrecken. Worum es mir eigentlich geht, ist, dass in meinem Fall zumindest, ich habe das dann mal meiner jetzigen Therapeutin, bei der ich jetzt noch bis Ende Sommer bin, mal alles auch so Revue passieren lassen, etwas ausführlicher als jetzt hier. Die hat zum Schluss noch mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, es ist erstaunlich, dass bei Ihnen an wirklich jedem einzelnen Punkt, wo etwas hätte richtig bzw. falsch laufen können, immer das Falsche passiert ist. So, also jetzt bist du heute noch in einer Traumatherapie, sagst du? Ja, also bis Ende Sommer, da geht's ja auch. Und warum ist dein Vater nicht verurteilt worden? Ja, es war so, also es hat sich über einen relativ langen Zeitraum hinweggestreckt, weil es über 3 Bundesländer hinweg lief. Also es ist in Nordrhein-Westfalen passiert, in Hessen ist es zur Anzeige gekommen und in Bayern habe ich die Aussage gemacht, weil ja ich halt
in Hessen zur Schule bin. In Bayern war ich aber zu der Zeit in dieser Klinik, wo dann die Kripo war. Na gut, aber man konnte ihm nichts nachweisen. Und nein, also er hat bis heute nicht ein einziges Wort zu der ganzen Sache gesagt. Er hatte sehr, sehr schnell einen Anwalt. Mhm. Die Polizei ist auch zu ihm nach Hause, hat Computer und Laptops beschlagnahmt. Mhm. Darauf wurden, also ich habe dann bei meiner Anwältin, die ich mir dann hinterher, nachdem ich überhaupt wusste, dass ich einen Anwalt haben kann, darf, wie ich sowas bezahle und so weiter, weil das wusste ich ja alles vorher. Mhm. Also wir fassen das mal nochmal vielleicht zusammen, weil uns ein bisschen die Zeit wegrennt, ja. Jessica. Du meinst das nicht, dass Abschreckung, dass man nicht den Täter anzeigen sollte, auf keinen Fall. Es geht mir eher drum, aber also das Opfer mal, sollte stabil genug dafür sein und es selbst entscheiden. Ja, man also es ist, denke ich, vorteilhaft, wenn man es wirklich will, weil dann informiert man sich vorher, dann hat man einen genau, Anwalt, ganz dann genau. hat man Unterstützung. Ja. Und ich denke, vielleicht guckt dir der ein oder andere Kripo-Beamte zu. Ich denke, es sollte sich jeder einfach mal ganz genau überlegen, wie feinfühlig er an so eine Sache rangeht. Also während dem Verhör wurden mir Sachen, hat es ihnen Spaß gemacht. Da habe ich was erzählt, da war ich 7 Jahre alt. Ja. Etwas, das wehgetan hat. Und dann kann man doch nicht fragen, hat das Spaß gemacht? Also das sind einfach, da sollte sich einfach jeder... Ich glaube, da ist auch wirklich sehr viel bei dir schiefgelaufen. Es gibt sicher auch Fälle, wo das sehr, sehr sensibler und viel besser gemacht worden ist. Ja, und bei mir, ich weiß nicht... Liebe Jessica, möchtest du vielleicht noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Jetzt als Nachgespräch zu unserem? Ja. Ja, dann würde ich dich bitten aufzulegen und die Sabine ruft dich gleich wieder an. Okay. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, von ganzem Herzen wirklich. Danke. Auf Wiederhören. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer und die Mailadresse domian@wdr.de. Mit Walter geht es weiter und Walter ist 67 Jahre alt. Hallo Walter. Guten Morgen Walter. Und was geht's bei dir? Ja, also ich bin 67 Jahre. Ja. Und ich habe einen Freund, der ist 47 Jahre. Mhm. Da gehe ich jetzt in August, sind 6 Jahre, sind wir zusammen. Gratulation. Gratulation. Ja, das ist eine ganz schöne Zeit. Ja, allerdings. Aber, und mein Freund, der outet sich natürlich nicht. Ne? Was heißt natürlich? Ja, ich sag schon einfach natürlich. Der ist gar nicht natürlich. Nee. Für mich nicht. Also der lebt schon. Der ich lebt. Weiß schon, wer ich bin und was ich tue und was ich mache. Ja. Aber der will nicht wissen, dass er schwul ist. Ja. Also der geht noch nicht mal mit mir aus, weil er Angst hat, er könnte neben mir stehen und die Leute denken, oh, der steht neben dem Walter. Vor was hat er denn Angst? Ja, dass er geoutet wird, dass er schwul ist. Ja, ja, aber vor was hat er denn dann Angst? Vor seine Eltern, seine Geschwister, also der wird ja nie mehr nach Hause gehen. Ja. Also der ist ja schon so weit, der will seine Arbeit kündigen, seine Eigentumswohnung verkaufen und in einer Großstadt leben, wo ihn keiner kennt. Da kann er leben, so wie er möchte. Wo und wie habt ihr euch denn kennengelernt? In einer Gaststätte. In einer... In einer Kneipe. In einer normalen Kneipe. Ja, in einer normalen Kneipe. Ja. Ja. Und da wusstest du doch auch gar nicht, was mit ihm los ist, ne, oder? Nee, da wusste ich gar nicht, was ihm... Ach, also ich kam da an, er saß da so, ich habe ihn durch Zufall mal angetickt, hatte er sich das gefallen lassen, ich kannte den ja gar nicht. Ja. Aber ich denke, oh, was ist das denn, ne? Er hat sich das schön gefallen. Mhm. Dann dachte ich, ach, pummel mal ein bisschen weiter. Mhm. Naja, und dann war das wunderschön. So, jetzt seid ihr beiden hübschen 6 Jahre zusammen, sagst du. Bitte? Ich sag, und ihr beiden hübschen seid jetzt 6 Jahre zusammen. 6 Jahre. 6 Jahre. Und der Feigling, verleugnet sich und dich und euch. Er kann Weihnachten sein, Silvester oder Neujahr und also da muss er nach seinen Eltern und nach seinen Also der Brüder. spielt nach außen den ganz normalen heterosexuellen Mann. Wenn er hetero wäre und in Wirklichkeit ist er noch schwuler als ich. Ja. Sag mal, mich würde das, wenn ich du wäre, würde mich das sehr, sehr nerven und sehr ärgern. Ach, das ärgert mich. Ich komme mir vor, als ob ich nur der Geliebte wäre oder irgendwer. Ich habe auch schon zweimal gesagt, ich glaube, es ist besser, dass wir uns trennen. 3 Tage haben wir es ausgehalten. Ja. Dann habe ich angerufen, dann hat er wieder angerufen. Habt ihr euch denn wegen dieser Geschichte auch schon oft in die Haare? Ja, doch schon, aber er will da gar nicht drüber reden. Jetzt letztens habe ich noch wieder zu ihm gesagt, wir müssen reden, reden, reden und nochmal reden. Mhm. Der ist so einsam, der Hirsch. Mhm. Also der ist ein einsamer Wolf, also der Depression. Also ihr wohnt auch nicht zusammen, ne? Bitte? Ihr wohnt ja nicht zusammen. Nee, wir haben getrennte Wohnungen. Wir haben eine Eigentumswohnung und ich habe eine Mietwohnung. Genau, so hast du sie mit. Aber wir wohnen nur 2 Kilometer entfernt auseinander. Ja. Wie ist denn dein Gefühl zu deinem Freund? Ach, ich liebe den richtig. Ja. Also ich habe schon öfter mit Männern natürlich rumgeklüngelt und gesagt, aber das war nur so klüngeln. Aber
Das ist natürlich letztendlich eine Dauerbeleidigung auch für euch, finde ich. Wenn er sich schämt, mit dir rauszugehen, dass die Leute denken, ja, ne, und so weiter. Total. Es ist ein Feigling. Es ist wirklich ein rundrum ein Feigling. Ja. Und jetzt habe ich ja wieder mit ihm geredet. Und ich hatte seinen Haustürschlüssel, er hat meinen Haustürschlüssel, wenn wir mal so außer Haus sind mit Blumen gießen und Fische füttern und all so ein bisschen. Jetzt war ich so sauer, habe ich ihm den Haustürschlüssel im Briefkuvert getan, im Briefkasten geschmissen, habe dann draufgeschrieben, schade, die Zeit ist um und so, ne, habe ich ihm dann geschrieben. Ja, aber war ja nicht ernst gemeint. Da drauf hat er mir einen Brief geschrieben. Ja. Naja, ich lese dir mal so ein bisschen davon vor. Ja, ein Satz. Hallo mal. Walter, ja. Du bist sicher überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht anrufe. Sonst ruft er immer an. Mhm. Ich glaube, ich kann dir auf diesem Wege besser beschreiben, was mit mir los ist. Also jetzt beschreibt er eben, dass er sich nicht outet und dies und das und dies und das und jenes. Und er ist auf eine Art ist er ja sehr lieb zu mir und auch alles. Ne? Ist es denn für dich so, ich meine, wenn der eine solche Hemmung hat davor, ich weiß ja jetzt gar nicht, wie die einzelnen Ursachen bei ihm sind, könntest du dich denn damit arrangieren oder ist das wirklich ein Punkt, wo du... Freundschaft? Nee, ich meine, dass er eben so verlogen lebt, sag ich mal. Ist das denn ein Punkt, der dich immer wieder, der dich immer wieder... auf den Sack, ehrlich. Ja. Aber er zieht sich auch wohl ein bisschen mehr zurück. Früher waren wir viel öfter zusammen, jetzt ist es vielleicht noch einmal in der Woche oder was weiß ich, wenn er mich besucht. So. Morgen ist es wieder soweit, morgen kommt er natürlich. Weißt du, Walter, das ist natürlich eine schwierige Sache. Wenn der Kerl es nicht macht und auf keinen Fall und definitiv nicht macht, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du, okay, ich arrangiere mich jetzt damit, dass der so ist, wie er ist. Oder es ärgert mich so sehr und es beleidigt mich auch immer wieder, dass ich sage, okay, ich lasse diese Beziehung sein. Ja, das weißt du auch. Und dann geht's ja noch weiter im Brief. Also was mit dir los ist. Dass du sauer auf mich bist, kann ich sehr gut verstehen. Das weiß er, dass ich sauer auf ihn bin. Ich möchte dir nicht mehr wehtun. Ich möchte, dass du glücklich bist und mit mir wirst du aber nicht glücklich. Ich tue dir nicht gut. So schreibt er. Also er schreibt selber, dass ich glücklich mit ihm werde, dass er mir nicht gut tut. Walter, ja. Vorschlag, Frage. Könntest du ihn dazu bewegen, dass er mit mir mal spricht? Ah, nee. Kein Versuch wert? Das würde er nie tun. Also, wenn er wüsste, ich hätte bei dir angerufen. Ja. Also, ach, da wäre schon der Teufel. Schade. Ich würde wirklich gern mit dem Burschen mal persönlich reden. Ja. Weil, was ist denn da los, Mensch? Was macht denn der vom Beruf? Zum Beispiel. Der arbeitet auf dem Labor. Ja. Der macht da was vom... Ja, also, Haribo oder so ein Mister. Ja, also wäre alles gar kein Problem, wahrscheinlich offen zu leben. Es ist wirklich die Frage, das musst du für dich ganz persönlich entscheiden. Wie lange hältst du das aus? Ja, ich halte das gar nicht mehr aus. Ja, dann der kämpft ja gar nicht darum. Nee, der ist ja... Der geht ja zurück, der sagt ja zu dir, ich schade dir. Und, ja. Der will seine Eigentumswohnung verkaufen, der will seine Arbeit kündigen und in eine Großstadt ziehen, wo er dann nicht... wo ihn keiner kennt und er kann dann da so leben, wie er möchte. Und warum zieht ihr nicht zusammen in die Großstadt? Da will er sich outen. Und wenn er nach Hause kommt... Warum zieht ihr nicht zusammen in die Großstadt? Nee, ich ziehe nicht weg hier. Du ziehst nicht weg? Ich habe eine schöne Wohnung hier, so. Ich bin schon 67, ich bin ein Rentner. Also ich... Also dann hört sich das auch wirklich so an in dem Brief, dass er sich irgendwie ein bisschen auch schon von eurer Freundschaft oder Liebe verabschiedet hat, wenn er das so sieht. Das ist so. Ja. Also, darum, er schreibt auch, ich glaube, ich habe es jetzt auch so ungefähr verstanden. Er weiß, dass er mir nicht mehr wehtun will. Ja. Also, außer nochmal kräftig auf den Putz hauen, glaube ich, kannst du auch gar nichts machen. Nee. Wenn er dann geht, dann ist es seine Entscheidung. Ich glaube, der hat die fast schon getroffen, wenn der solche großen Schritte einleiten will, mit Wohnung und Arbeit aufgeben, Großstadt gehen. Das heißt für ihn ja auch, ich gehe ohne Walter dahin. Ja, und so. Ja. Und dann schreibt er noch, du glaubst sicher, ich habe einen Freund. Ich habe keinen Freund. Und werde auch nicht so schnell einen haben. Lieber Walter, da sind wir jetzt auch wirklich, da habe ich jetzt auch keine Idee mehr, außer dass du nochmal mit allem, was möglich ist. Praktisch doch
doch sagen, so, es ist Schluss dann und dann ist es Schluss. Aber red nochmal. Dann bestrafe ich mich selber. Ja, red nochmal ganz offen mit ihm und dann werden sich die Dinge finden. Ja, morgen kommt er, ja. Ja, mach es morgen. Lieber Walter, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Marie-Louise. Marie-Louise ist 72. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen, Marie-Louise. Grüße dich. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist ein Problem, was sehr, sehr viele Leute betrifft, und zwar die sogenannten Schrottimmobilien. Ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt. Sie sind so im Volksmunde, das sind die Immobilien, die uns angeboten wurden damals, 1998 im Osten, in der ehemaligen DDR. Ja, ja, ja. Das wurde alles von Steuerberatern empfohlen, so bei mir auch, um Steuern zu sparen. Ja, ja. Leider Gottes ist die Gier der Menschen so groß, dass man zugegriffen da hat. Und da sind ja sehr viele reingefallen, ganz viele Prominente auch. Es ist wahnsinnig viel. Ja. Und es ist ja auch alles geschürt worden, diese Gesetze sind ja auch von der Regierung verabschiedet worden, obwohl man genau wusste, dass es kriminell ist. Gut. Ja, wusste man vielleicht zu der Zeit noch nicht, aber egal. Ich habe dich jetzt nicht... Ich sag, wusste man vielleicht zu der Zeit noch nicht so, dass es, aber es haben alle falsch eingeschätzt. Es haben alle falsch eingeschätzt, ja, genau. weil es hieß, es sind Steuersparnis. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch sehr gut verdient, aber da war ich ja auch schon knapp 65. Ja, ja. Und ich habe... Wie viel Geld hast du denn jetzt verloren? Hier. Bitte? Wie viel Geld hast du verloren? Bis jetzt 165.000. Euro? Euro. Boah. Mhm. Dazu kommt noch eine zweite Geschichte. Dieser Steuerberater, der mich damals beraten hat, ich hatte meine Söhne mit einbezogen, die beide auch selbstständig waren. Ein Sohn hat auch eine Wohnung gekauft. Dem tut's noch nicht so weh, der ist jünger, der kann das überbrücken, aber in meinem Alter geht das einfach nicht mehr. Und dann haben beide Söhne, ich habe gesagt, wenn ich mal dann 65 bin und aufhören muss, wie sieht's dann aus? Dann kann ich die nicht mehr bezahlen. Dann haben beide Söhne gesagt, ach Mutti, mach dir mal keinen Kopf, dann übernehmen wir die. Bei meinen Söhnen sind aber dann auch Sachen passiert, dass Kompagnons die reingelegt haben und. Gut, die stehen heute wieder gut da. Aber zu dem Zeitpunkt 2001, 2002 konnten sie die Wohnungen auch aus finanziellen Gründen nicht übernehmen. So, jetzt hast du so viel Kohle verloren. Ja. Bist du jetzt eine arme Frau geworden dadurch? Ja, bettelarm. Bettelarm? Ich bin bettelarm und das Schlimmste. Viele denken ja so, naja, das waren damals Leute, die haben viel Kohle gehabt. Selbst schuld, wenn. Zu dem Zeitpunkt, ja. Das ist gut verdient. Aber jetzt ist auch alles weg. Es ist alles weg, und zwar, das ist die zweite Geschichte, die mir durch den Steuerberater passiert ist. Ich hatte 2003 eine Betriebsprüfung. Und diese Betriebsprüfung hat festgestellt, dass der Steuerberater alles falsch gebucht hat. Ich hatte sogar eine Anzeige auf dem Tisch wegen Steuerhinterziehung. Die hat man dann später fallen lassen, als man gemerkt hat, es lag nicht an mir. Nur ich bin derjenige, der diese Steuererklärungen unterschreibt und dafür auch voll haftbar ist. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt hast du sagst, dein ganzes Vermögen, dein ganzes Geld, was du dir erarbeitet hast, ist alles weg. Ja. Von was lebst du im Moment? Also ich habe eine kleine Rente, mein Mann hat eine Rente. Ja. Aber ich muss 1.007 Euro für die Wohnungen bezahlen. Bekomme 400 Euro Miete rein, so dass ich eine Differenz von 600 Euro habe. Und wir wirklich alles zusammenkratzen müssen, um uns mal ein Brot zu kaufen oder. Das heißt, diese Immobilien sind noch da, aber die sind nichts mehr wert. Nein, die sind nichts mehr wert. Und die Mieten sind ganz gering. Ganz gering. Ganz gering. Ja. Und man hatte euch damals tolle Sachen versprochen und Wertsteigerung und so weiter. Ja, genau. Ja, genau. Das ist die Vorgeschichte. Mhm. Das Hauptproblem ist, dass ich damals gesagt habe, ich bin selbstständig, ich kaufe die aber auf mich. Ich will da meinen Mann nicht reinziehen. Das ist meine Ehe. Ich bin seit 14 Jahren mit dem Mann verheiratet. Wir führen eine sehr gute Ehe. Wir sind sehr, sehr glücklich zusammen. Und mein Mann hat Eigentum, hat einen alten Bauernhof, der 400 Jahre in Familienbesitz ist. Und trotz der ganzen Notarverträge, die nutzen alle nichts, mein Mann ist mit dran. Ach so. Wenn ich nicht mehr weiterzahlen kann, ist das Haus auch weg. Aber das ist noch da, das Haus? Im Moment ist es noch da. Na, Gott sei Dank. Ja. Wir haben vorige Woche über alles gesprochen und da hat mein Mann gesagt, du, ich hänge mich auf. Ich halte das nicht aus, ich hänge mich auf. Und ich war auch schon so weit und wollte mir Rattengift kaufen und eine Flasche Schnaps und habe gedacht, ich gebe das jetzt da rein und weg damit. Und wir können nicht mehr, ne? Wir sind fix und fertig. Sag mal, wenn du jetzt
so die Zeit Revue passieren lässt. Ja. Du hast gerade selbst das Wort Gier gebraucht, ne? Bitte? Du hast gerade selbst am Anfang unseres Gesprächs das Wort Gier gebraucht. Ja, ja. Machst du dir Vorwürfe, dass du zu gierig warst? Ja. Ja. Heute ja. Ja. Nach dem Motto, da kann man noch mehr absahnen, wenn man da was kauft. Ja, ich hätte Steuern sparen können. So, genau, ja, ja. Das ist einfach eine verkehrte Einstellung. Ja, ja. Ja, absolut. Ja. Ich hätte heute 10-mal lieber Steuern bezahlt, als diese Geschichte zu machen. Mhm. Aber es ist nur passiert, ich habe es unterschrieben. Mhm. Ich muss dafür gerade stehen. Ich habe nur heute zufälligerweise im Internet gesehen, dass in Karlsruhe der Bundesgerichtshof ein Gesetz nicht verabschiedet hat, sondern ein Urteil gefällt hat, ja. Dass man, wenn man alle Beweise auf den Tisch legt, die ich ja auch alle habe, die Banken verklagen kann. Ich bin nie bei der Bank gewesen. Mhm. Ich war nie bei irgendeinem, bei der BHW oder bei der AXA, die das ja alles befürwortet haben. Mhm. Mir kommt das hat alles mein Steuerberater gemacht. Ja, mir kommt da gerade so eine Idee. Ich weiß es überhaupt nicht, aber ich bin sicher, dass es das gibt. Gibt es nicht eine Interessenvereinigung mittlerweile von Geschädigten? Ich hoffe, dass ich über deine Sendung da dran komme. Ja, das wäre doch wirklich eine Idee. Also, weil so viel betroffen sind. Ja, wenn jemand jetzt helle Ohren bekommen hat, weil es betrifft ja wirklich sehr viele Leute. Ja. Und vielleicht haben sich Leute zusammengefunden, um gemeinschaftlich in der Gemeinschaft ist man immer klüger, kann man klagen. Ja, bitte meldet euch bei uns und wir reichen das sehr gerne an die Marie-Louise weiter. War auch der Sinn meines Anrufs bei dir, dass ich da Leute finde, dass wir uns endlich mal zusammenschließen und eine Gemeinschaftsklage einreichen. Das ist für den Einzelnen wahrscheinlich tragbar, nehme ich mal an, ich weiß es nicht. Ich bin fast sicher, dass es das schon gibt, dass es eine Gruppierung gibt, aber die werden wir jetzt ganz schnell rausbekommen nach diesem Gespräch. Wird das bei uns ins Mailfach mit Sicherheit reinkommen. Ja. Ja, also es ist so traurig zu hören, wenn du sagst, ich hatte schon vor, mir Rattengift zu kaufen. Oder es ist traurig zu hören, wenn du sagst, der Mann sagt, ich hänge mich auf. Ja. Lass mich nochmal fragen, mit diesem Bauernhof, den alten, wenn man den jetzt komplett verkaufen würde und das da reinpumpen würde, wäre der dann nicht den ganzen Kram los? Die Schulden? Ja, aber dann säßen wir auf der Straße, Domian. Mm, mm. Ich meine, das werden wir, wenn wir es so weit, wenn ich jetzt, im Moment habe ich noch immer alles zusammengekratzt. Ich bin sogar noch berufstätig mit 72. Das auch noch. Mm. Ich habe jahrelang in einem Verlag gearbeitet, habe dort wieder jetzt bei einem anderen Verlag angefangen. Ist natürlich wahnsinnig schwierig, da einen Kundenstamm wieder aufzubauen. Das glaube ich. Und ihr wohnt da auch in diesem Bauernhaus? Wir wohnen in dem Haus. Das ist euer Zuhause? Das ist unser Zuhause, ja. Also, der Fall ist klar. Und diejenigen, die in dieser Weise betroffen waren, haben das sofort jetzt auch kapiert. Bitte, wenn ihr irgendetwas meldet Gemeinschaften, Interessengemeinschaften oder Gruppen, meldet euch bei uns und wir würden gerne den Kontakt dann zu Marie-Louise herstellen. Das wäre ganz toll, Domian. Ja. Ich verspreche es dir, sobald was kommt, werden wir uns bei dir melden. Ganz lieb von dir. Alles Gute und viele Kraft. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und toll, 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 eine super Sendung. Dankeschön, Marie-Louise. Ja? Tschüss. Tschüss, Domian. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt mal ein paar Hinweise auf unsere Themen. Morgen haben wir Themennacht. Morgen ist die Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wie immer, Thema. Und da heißt das Thema Demütigungen. Ich möchte gerne mit euch über Demütigungen sprechen, haben wir alle erlebt, die ihr vielleicht in der Kindheit erlebt habt. Demütigungen in der Partnerschaft oder vom Arbeitgeber in der Schule oder vielleicht auch im sexuellen Sinne. Demütigung, die ihr freiwillig oder unfreiwillig ertragen müsst. Unser Thema morgen Nacht ist Demütigungen. Welche Demütigungen habt ihr oder welche schlimmen Demütigungen habt ihr schon hinnehmen müssen in eurem Leben? Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema Töten. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon getötet haben. Und auch mit Menschen, die vielleicht den geheimen Wunsch in sich tragen, jemanden zu töten oder sich selbst auch zu töten, eventuell wegen einer sehr schweren Erkrankung. Also das ist unser Thema am Donnerstag und morgen heißt unser Thema Demütigungen. Ihr könnt natürlich wie immer rund um die Uhr mailen und euch anmelden und wenn ihr mailt, bitte in die Mail eure Telefonnummer reinschreiben, damit wir euch dann zurückrufen können. So, hier ist Alexa und Alexa ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Jetzt geht Alexa so allmählich zum Telefon. Hallo. Jetzt nimmt sie ihren Hörer und sagt, hallo Alexa. Hallo. Hallo. Würdest du den Fernsehton oder Radioton ganz wegschalten? Ach so, den Fernseher ganz ausschalten? Am allerbesten, ja. Das ist am allerbesten.
Guten Moment. Okay. So, dann können wir beide in Ruhe reden. Mhm. So, du bist 40 Jahre alt. Genau. Lese ich hier. Und du hast mich angerufen, warum? Ja, weil ich habe eben das Gefühl, dass meine Freundin mich betrügt. Also ich bin seit 6 Jahren eben mit ihr zusammen. Mhm. Also eine lesbische Beziehung? Ja, genau. Ja, seit 6 Jahren. Mhm. Und ja, so seit 4 Wochen ungefähr habe ich eben den Verdacht, dass sie mir fremd geht. Oder irgendwas. Woraus nähert sich der Verdacht? Was? Woher kommt der Verdacht? Ja, der kommt eben dadurch, dass ich auch schon so Anzeichen gefunden habe, wie zum Beispiel ihr Hemd hat nach einem anderen Parfüm gerochen. Mhm. Und alles so kleine Sachen, die ich jetzt auch nicht mehr so weiß. Aber das war eben das Krasseste. Hast du sie darauf angesprochen? Nee. Nee, also, weil noch nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich falsch liege. Also es sind nur so vage Vermutungen. Genau. Ich meine, Parfüm auf dem Hemd kann ja auch sein, wenn man einfach eine gute Freundin oder einen guten Freund umarmt hat und der hat ein starkes Parfüm, kann sich das schon übertragen haben. Ja, das stimmt, aber naja, ich habe eben den Verdacht, weil er auch nachts mal weg war, glaube ich, weil an dem Tag haben wir eben ein bisschen viel getrunken. Mhm. Wie ist es? Da ist Alexa weg. Das klang ja fast so, als käme da jemand rein oder sie hat sich irgendwie verdrückt. Wir versuchen mal, die Alexa nochmal zu bekommen. Und machen jetzt weiter mit dem Danielo, stimmt das? Hallo? Ja. Danielo. Genau. 18 Jahre alt. Ja. Ja. Danielo, um was geht's bei dir? Und zwar, ich habe ein Problem mit meiner Freundin. Ja. Und zwar, wir sind jetzt seit 2 Jahren zusammen. Ja. Sie hat mich schon 3-mal betrogen. 3-mal schon? Ja, 3-mal. Und zwar letztes Jahr im Oktober war es das erste Mal, da hat sie es mir gestanden. Mhm. Dann hat sie gesagt, wird nie wieder passieren. Dann war es im Dezember auch noch einmal. Mhm. Da hat sie es mir auch wieder gestanden und hat auch wieder gesagt, das wird nie wieder passieren. Jetzt war es im Mitte Februar auch soweit und hat sie auch gesagt, das wird nie wieder passieren. Ja. Ja, und jetzt habe ich seit 2 Wochen auch das Gefühl, dass es wieder soweit ist. Mann, alle Leute haben das Gefühl, dass ihre Partner sie betrügen. Die Alexa gerade, jetzt Danielo. Was waren denn das für Typen, mit denen sie dann jeweils was hatte? Frag mich nicht, das kann ich dir ehrlich nicht beantworten. Weißt du nicht? Du hast sie nicht gefragt, wer war das? Nein, ja, ich habe sie gefragt, aber sie hat mir die Frage nicht beantwortet. Sie hat sie nicht beantwortet. Also du weißt nicht, ob das nur so eine Nachtgeschichten waren? Ja, genau. Oder ob die eine Nachtgeschichte schon, also die haben einmal miteinander geschlafen jeweils. Ja, genau. Ja, aber du weißt nicht, ob sie die schon irgendwie kennt von irgendwo oder ob... Ja, ob genau, sie, das ist es. Das weißt du alles nicht. Ja, ist sie so alt wie du? Hm? Ja. Ist sie 18 Jahre alt auch? Ja. Mhm. Das ist schon eine herbe Sache, finde ich, wenn sie es 3-mal gemacht hat und 3-mal gesagt hat, das kommt nicht wieder vor. Wieso macht sie es denn immer? Ja, frag mich nicht. Mhm. Ich kann sie ehrlich nicht beantworten. Ich habe sie mal darauf angesprochen. Dann hat sie natürlich um heißen Brei drumherum geredet. Mich wundert auch, dass sie dir das gesagt hat. Dass sie jedes Mal gebeichtet hat. Ja, und das ist ja auch ein Grund, warum ich mit ihr zusammenbleibe. Also, sie ist schon ein Bestandteil meines Lebens. Sagen wir so, ich würde auch gerne mit ihr meinen Rest des Lebens verbringen. Und ja, aber halt, ja, das beantwortet meine Frage noch nicht. Oder meine Überlegung noch nicht. Warum hat sie es dir gebeichtet? Sie könnte das ja auch... rechnest du ihr das hoch an oder hatte sie ein schlechtes Gewissen oder hatte sie Angst, dass es vielleicht irgendwie anders rauskommt? Ja, ich denke mal beides. Sie hat ein schlechtes Gewissen und hatte Angst, dass es anders rauskommt. Mhm. Mhm. Weißt du, wenn das einmal mal passiert, okay. Kann man es verstehen. Ja. Okay. Aber 3-mal gleich. Beim 2. Mal sagt man, naja, jetzt langt es dann aber auch. Aber beim 3. Mal, da würde ich jetzt aber schon überlegen, da stimmt aber grundsätzlich was nicht. Mhm. Wie ist denn eure Beziehung? Eigentlich sehr harmonisch. Hm. Und in letzter Zeit ist unser Sexleben auch ziemlich nachgelassen. Das hat nachgelassen? Ja. Will sie nicht mehr so wie du? Nein. Hm. Also normalerweise hatten wir fast regelmäßig Wochenenden und so, weil wir beide berufstätig sind. Ja. Ja, und es hat wirklich ziemlich nachgelassen. Und letztens wollte ich auch mal kurz an ihr Handy gehen, weil normalerweise hat sie es mir nie verboten, weil ich die Handynummer an meinen Tante rausholen wollte. Hm. Dann hat sie mir das Handy aus der Hand gerissen und mir die Nummer gegeben. So nach dem Motto, sie hat irgendwas zu verbergen. Zu verbergen? Dann habe ich sie darauf angesprochen, hat sie gesagt, nix. Sie wäre nix.
Ja, wenn nichts wäre, kann sie dir auch das Telefon geben. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Gesehen. Ich finde, das klingt nicht gut, Danielo. Ich finde, dass du das nicht mit dir machen lassen darfst. Jetzt habe ich ja das Gefühl, dass das noch einmal passiert. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die so denkt, na gut, ich kann es ja immer wieder beichten und er macht es immer wieder dann auch so mit. Mhm. Die tanzt dir vielleicht auch ein bisschen auf der Nase rum im Moment. Ja. Vielleicht ist sie sehr unzufrieden in eurer Beziehung. Ja, aber es scheint ja nicht so und sie zeigt es ja nicht. Ich habe sie auch gesprochen, ob ihr irgendwas fehlt oder ob ich was verändern könnte oder so. Hat sie gesagt, nee, ist alles in besserer Ordnung. Und warum hat sie keine Lust mehr auf Sex? Frag mich nicht. Ja, aber das musst du sie fragen, da musst du sie löchern. Wenn dir das auffällt, dass das irgendwie nachlässt, dann hat das eine Ursache und das muss die dir erklären. Nur so kommt ihr beiden weiter. Ja, aber sie erklärt ja nichts, das ist es ja. Ja, das ist immer... ganz vom Thema, oder letztens hat sie sich einfach hingelegt und geschlafen, wo ich sie darauf angesprochen habe. So, dann musst du härtere Seiten aufziehen. Dann darf das nicht so sein, dass die mit dir alles machen kann. Die macht alles mit dir, so wie sie das will. Ja. Und so ein Gefühl hat die auch. Nach dem Motto, mit Danielo kann ich es machen. Der nimmt das so hin und da kann ich auch pennen, selbst wenn der mir eine Frage gestellt hat vorher. Ja. Ich meine, sie hat jetzt dreimal hat sie was Heftiges gemacht. Ja. Aber ich hänge an ihr. Ich hänge richtig an ihr. Ja, gut. Daniel, irgendwo musst du mal fragen, wo deine Selbstachtung bleibt. Das habe ich mich schon oft genug gefragt. Ja, im Ernst. Gib ihr jetzt einmal nochmal eine Chance. Ja. Sprich das Ganze nochmal an. Du sagst, dass du nochmal drüber nachgedacht hättest und das geht dir doch sehr nach. Dreimal fremdgegangen in einem relativ kurzen Zeitraum. Ja. Und sprich das nochmal an mit dem Sex. Warum die keinen Bock auf Sex mehr hat mit dir. Mhm. Und dann lass dich nicht abspeisen. Dann soll die soll die Wahrheit auf den Tisch legen, was los ist. Ja, aber ich will sie ja nicht verletzen. Doch, die hat dich jetzt genug verletzt. Wieso verletzt du die, wenn du... Ja, wenn ich so konsequent bleibe, ist das irgendwie... Wie? Wenn ich so konsequent bleibe. Ja. Ich habe Angst, dass ich sie irgendwie verletze. Nein, du hast nicht Angst, dass du sie verletzt, du hast Angst, dass du sie verlierst. Ja, dann so. Nein, wieso verletzt du jemanden, wenn du... Wenn du ganz klar mit ihr sprichst und auch das einforderst, was auch dein gutes Recht ist. Dein gutes Recht ist zu wissen, was ist da los? Verdammt nochmal, was ist da los? Wenn du unzufrieden bist, mach deinen Mund auf. Ja. So, und gib ihr die allerletzte Chance. Sag ihr das auch so. Wenn es noch ein einziges Mal vorkommt, dann ist die Beziehung kaputt. Okay, versprochen. Ja, aber du musst es natürlich auch wirklich mit Überzeugung machen. Ja, natürlich. Ich versuche dann auch schon, wenn ich das jetzt mache, wie du mir gesagt hast, dass ich dann etwas lauter werde. Ja, du musst ja nicht schreien, aber du kannst schon ein bisschen bestimmter, kannst du schon sein. Ja. Weil ich glaube ganz einfach, so wie du mir das jetzt geschildert hast, hat die nicht genügend Respekt vor dir. Und man muss vor einem Partner, den man liebt, auch Respekt haben. Ja, sonst funktioniert keine... Bitte? Das habe ich auch schon gemerkt, aber ich versuche ja auch schon irgendwie, dass sie versucht, Respekt aufzubauen oder sie irgendwie dazu zu bringen. Mhm. Aber Du kannst nur Respekt aufbauen durch dein Verhalten, Danielo. Mhm. Und zum Beispiel konsequentes Verhalten. Das lässt dich respektvoll erscheinen bei anderen Leuten. Mhm. Das musst du dann auch durchziehen. Ja. Und nicht zu schnell nachgiebig sein. Ja, also sag, dass sie vielleicht ihr jetzt nochmal, dass du ihr die letzte Chance gibst und dann ist danach aber ist Schluss. Mhm. Schicht im Schacht. Ja. Toi, 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 alles Gute, Danielo. Achso, und Domian, ich habe nur eine Frage. Ja. Und zwar, mein Bruder hat auch schon mal bei dir angerufen. Mhm. Und dem wurde dann, weil er erst nicht bei dir reingekommen hat, dann mit seiner Psychologin gesprochen. Ja. Und die hat gesagt, er dürfte nicht nochmal anrufen. Und jetzt hat mein Neffe, also unser Neffe, seine Autogrammkarte zerstört. Ach du Jewe. ja, klar, wir rufen dich gleich. Übrigens kann man hier auch nochmal anrufen, das ist ein Missverständnis. Aber wir rufen dich jetzt nochmal an und dann gibst du die Adresse durch, okay? Mhm, okay. Also bis gleich, Danielo. Ja, okay, danke. Tschüss. Tschüss, ne? So, weiter geht es jetzt mit der Andrea. Und Andrea ist 30. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Andrea. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Das Thema ist auch Betrügen, aber ich habe ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann, mhm, schon seit 3 Jahren. Mhm.
Und ich war auch schon mal schwanger von ihm. Mhm. Und ja, es, du hast das Kind nicht bekommen? Nein. Weil? Weil wir damals vereinbart haben, seine Ehe zu schützen. Mhm. Für ihn ist und war auch ganz klar, dass er niemals seine Familie aufgeben würde. Also das Kind ist abgetrieben worden? Ja. Ja. Und warum ist das Kind überhaupt entstanden? Ja, wie halt so ein Kind entsteht, ne? Ja, aber wir alle wissen auch, wie man das verhindern kann. Ja, natürlich. Da haben wir dann leider in dem Moment nicht rein drüber nachgedacht. Verstehe. So, seit 3 Jahren geht das Spielchen. Ja. Er ist immer noch verheiratet? Immer noch, ja. Hat wie viele Kinder? Eins. Mhm. Und du bist das 5. Rad am Wagen? Ja, sozusagen. Also, wir haben natürlich auch heftige Auseinandersetzungen schon gehabt, weil ich mich da auch teilweise schon gefühlsmäßig richtig reingesteigert habe. Dann hat sich herausgestellt, auch durch viele lange, intensive Gespräche, dass er natürlich auch Gefühle für mich investiert hat. Ach was. Ja, aber es ist, am Anfang war das eher rein sexuell und mittlerweile ist es eher schon so eine zweite Beziehung. Ah, also das fing mit einer, von seiner Seite aus, mit einer sexuellen Geschichte an. Ja, von beiden eigentlich. Von beiden. Er war nicht in dich verknallt am Anfang? Nein. Du am Anfang denn in ihn? Ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Bei dir war es schon immer mehr dabei. Ja. Ja. Wie ist die Situation jetzt im Moment, heute, nach 3 Jahren, nach vielem Hin und Her? Nach vielem Hin und Her. Wir hatten natürlich auch zwischenzeitlich Pause gehabt und dann habe ich den Kontakt wieder aufgenommen, weil ich dann auch so große Sehnsucht nach ihm hatte. Mhm. Er freute sich darüber und momentan ist es halt auch so, dass er weiß, dass ich ihn liebe. Ich habe ihm das auch schon gesagt und er findet es natürlich nicht unangenehm und ich halte mal eben fest, du hast den Kontakt wieder aufgenommen. Ja. Du hast gesagt, dass du ihn liebst. Ja. Und er findet das natürlich nicht schlecht. Ja, er erwidert seine Gefühle natürlich auch, obwohl er sie nicht ganz zeigen kann. Aber er hat zu dir noch nicht gesagt, ich liebe dich. Nein, noch nicht. Nein. Das wird ja wahrscheinlich, sage ich mal, auch nicht der Fall sein. Wahrscheinlich, genau. Ja. Mhm. Das ist mein Problem. Ich merke, dass ich mich auf andere Männer, ich bin ja eigentlich Single, ne? Ja. Dass ich mich auf andere Männer, die mich kennenlernen wollen, gar nicht mehr überhaupt nicht einlassen kann. Ist mir völlig klar, weil du nur den Typ im Kopf hast. Ja. Das ist fatal, Andrea. Das ist genau das, worüber ich am Anfang mit der Manuela gesprochen habe. Genau so ein Fall ist das. Mhm. Du bist weit über die Zeit. Ja, es ist halt, wir streiten uns auch wie ein Pärchen. Er ist genauso eifersüchtig, wenn ich ihn ganz offen und ehrlich sage. Ich war mit einem Mann aus. Ich bin natürlich dann auch, also ich akzeptiere seine Frau. Ich finde, das soll auch eigentlich, nein, es soll nicht so bleiben. Aber es ist halt, es ist so, wie es ist. Und ich akzeptiere seine Frau, ich akzeptiere sein Leben. Und ja, also du akzeptierst seine Frau? Ja. Und du akzeptierst sein Leben? Mhm. Und was willst du? Was will ich? Ich will eigentlich mit ihm gerne zusammenleben dürfen, ja. Geht aber nicht. Ja. Weil du ja die Aktie, weil du ja schon... Ja, mein Problem ist einfach, im Grunde genommen muss ich von diesem Mann eigentlich Abstand halten und keinen Kontakt mehr mit ihm aufnehmen, das weiß ich alles. Aber es ist halt letztendlich, wenn Gefühle im Spiel sind, dann ist das für mich zumindest total schwierig, da Abstand zu finden. Und ist natürlich für jeden schwierig, Andrea. Es ist halt wie ein Gummiband, wenn ich loslasse, dann kommt er und wenn er loslässt, dann komme ich wieder auf ihn zu und es ist immer wieder... Ja, nur, dass du die übelste Rolle hast in dem ganzen Theater, nämlich die Rolle des Verlierers letztendlich. Du bist die, wie ich das 5. Rad, wie gesagt. Und du deine... wahrscheinlich viel, viel mehr Gefühle da rein investierst, als er das tut. Mhm. Für ihn ist das vielleicht eine schöne Abwechslung, guter Sex und sehr schmeichelhaft von 2 Frauen begehrt und geliebt zu werden, angehimmelt zu werden von dir, du wirst ihn anhimmeln. Ja. Ja. Aber damit isolierst du dich und dein Leben natürlich kolossal, wie du selbst sagst. Du verliebst dich doch in keinen anderen Typ, wenn du nicht von ihm wegkommst. Mhm. Nun sagst du, da sind Gefühle im Spiel und das ist sehr schwierig dann. Da hast du völlig recht. Aber das geht nur, indem man eine Position einnimmt für sich innerlich, eine Haltung einnimmt. Und nur von dieser Haltung aus schafft man so einen Schritt. Nämlich wirklich, dass du das auch willst. Es werden immer 1000 Rückschritte folgen, das ist klar. Immer wieder Rückfälle. Aber du musst
eine für dich eine klare Linie, eine Entscheidung treffen. Letztendlich musst du eine Entscheidung treffen. Ich will dieses und dieses. Das heißt, ich will weg von diesem Mann. Das hat dann vielleicht noch ewig lange gedauert, bis du es geschafft hast. Aber ich habe den Eindruck, dass du auch diese Entscheidung gar nicht triffst. Ja gut, wir haben sie mal entschieden. Ne? Nein, nicht wir. Du sollst sie entscheiden. Ja, aber ich... Er hat damit gar nichts zu tun. Das habe ich ein halbes Jahr lang ausgehalten und dann ging es einfach gar nicht mehr. Und dann musst du nochmal ran. Ich glaube ja, dass man solche ja, schrecklichen Konstellationen, wie du sie gerade beschreibst, dann geht es dir noch nicht schlecht genug, dass du es immer noch, mitmachst. Vielleicht muss man da wirklich so tief runterkrachen innerlich, dass man irgendwann wach wird und sagt, bin ich wahnsinnig, was ich da mache? Ja, das habe ich halt auch gedacht, als ich das Kind abgetrieben habe. Genau. Was für eine schlimme Sache eigentlich, die da noch zusätzlich passiert ist. Du hast ein Kind abgetrieben. Und du bist 30 Jahre alt und du wirst auch mit jedem Jahr nicht jünger. Die Jahre sind weg, die du jetzt mit ihm, ich sag mal, vertust. Und irgendwann, wenn du vielleicht auf Abstand bist, wirst du mit Sicherheit nicht sagen, das waren schöne Jahre. Hundertprozentig nicht. Du wirst sagen, das war ein Scheißjahr. Gut, es gab ganz gute Handlungen, Aktionen zwischendurch mal, aber im Grunde genommen bist du gefangen. Ja, das stimmt. Und das ist so schwer für einen Außenstehenden. Man kann das immer so objektiv, rational, kann ich dir das sagen. Mhm. Und du stimmst mir ja auch zu. Mhm. Das Schwierige ist, und da kann ja kein Mensch auf der Welt helfen, das musst du für dich entscheiden und selbst durchziehen. Mhm. Aber ich glaube, dass das Reden sowieso hilft, dass man vielleicht ab und zu mal auch nochmal so einen Objektivitätsschub von einem Außenstehenden nochmal braucht, um sich nochmal zu bespiegeln, in welcher Situation man genau, selbst ist. Das Neutrale brauche ich mal so zwischendurch. Ja, ja, ja. Also ich würde es mir für dich wirklich sehr wünschen, Andrea, dass du vielleicht beim nächsten oder spätestens beim übernächsten Anlauf von diesem Mann dich emanzipieren kannst. Mhm. Und du dich irgendwie. Ja, ich fühle mich auch in so einer Abhängigkeit von ihm. Bist du? Ganz eindeutig. Mhm. Ganz eindeutig. Gott, was für ein geiles Gefühl, wenn du dich in einen Typ verlieben könntest, wo alles normal ist, der dich liebt, den du liebst, der keine Verbindung hat, keine Frau hat und alles in Ordnung ist. Ja, das wäre schon schön. Hast du denn so eine, bist du von der Veranlagung so? Hattest du früher auch schon mal so komplizierte Sachen? Ja, ich glaube schon. Das ist mein erstes Verhältnis mit meinem mit einem verheirateten Mann. Das hatte ich vorher immer bei irgendwelchen Frauen, die ich kannte, die da mal was nebenbei hatten, immer verurteilt. Mhm. Und jetzt stecke ich da halt selber mit drin. Mhm. Und das ist so mein erstes außergewöhnliches Verhältnis mit einem Mann, der halt auch verheiratet ist. Weiß diese Frau von dir? Nein, um Gottes Willen. Ganz streng geheim. Ja, total. Das heißt, ihr führt auch ein ganz strenges geheimes Leben, wenn ja, ihr könnt nicht mal locker so in die Stadt gehen und essen gehen. Nein, überhaupt nicht. Das Leben spielt sich dann bei dir in der Wohnung ab? Mhm. Ja, am Anfang sind wir ins Hotel gefahren. Mhm. Dann sind wir mal essen gegangen, da wo wir uns auch sicher sein konnten. Mhm. Da war seine Frau halt mit seinem Kind unterwegs. Mhm. Aber ansonsten, also mein Freundeskreis, der weiß das, weil ich das Bedürfnis habe, immer da eigentlich drüber zu sprechen. Mhm. Aber von seiner Seite aus weiß es niemand. Sag mal, denkst du denn nicht auch schlecht über den Typ, was der mit seiner Frau macht? Dass er seit 3 Jahren nach Strich und Faden seine Frau belügt und betrügt. Das wirft ja auch ein Licht auf dessen Charakter. Hast du es mal so gesehen? Ganz schwierige Frage, weil das hat sich aus einer Situation ergeben, wo sich zwei Menschen gegenüberstehen, die sich so sympathisch sind auf den ersten Blick und er ist ja kein schlechter Mensch, um Gottes Willen. Also wir reden auch ganz viel. Es ist nicht so, dass wir nur Sex haben, sondern wenn er mal bei mir ist, dann reden wir auch über... Wir reden ja nicht über meine kleine Affäre mal eben vor ein paar Wochen. Es geht seit 3 Jahren, geht das so. Ne? Ja. Liebe Andrea, ich glaube, wir haben alles gesagt, was zu sagen nötig ist. Ja. Du musst handeln und du musst es durchziehen. Ich versuche. Ich wünsche gutes Gelingen. Ich danke dir. Alles Liebe. Schlaf gut, tschüss. Ja, du auch, tschüss.
So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Volker Tarke. Morgen heißt unser Thema Demütigung. Ich möchte gerne mit euch reden über eure schlimmsten Demütigungen, die ihr schon habt leiden müssen. In der Kindheit, in der Partnerschaft, vom Arbeitgeber, in der Schule oder auch in der Sexualität. Da gibt's aber noch die Variante, ich mache es freiwillig, die Demütigung, oder eben auch die Variante der Unfreiwilligkeit. Demütigung, unser Thema morgen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr der Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine